Er gilt als einer der bekanntesten Ernährungscoaches Österreichs, hat schon die Sportler des FC Red Bull Salzburg und Leipzig betreut und ist nun für den Ernährungsplan der Kicker von Bayer 04 Leverkusen verantwortlich. Und auch bei den heimischen Olympiateilnehmern, die heuer in Rio an den Start gehen, bestimmt er, was auf den Teller kommt. Christian Putscher bezeichnet sich selbst als Ernährungswissenschaftler aus Leidenschaft. Der Innviertler verfolgt sogenannte Foodtrends kritisch. Warum Rohkost gesünder als gekochte Nahrung sein soll, versteht Putscher nicht. Der Lebensmittelindustrie ist es komplett egal, ob dieses Produkt eine negative Auswirkung mit sich bringt oder nicht. Das ist der Industrie eher egal. Die wollen einfach das Zeug verkaufen und dadurch Profit machen. So, und genau mit diesem Know-how gibt es dann natürlich die andere Seite, die sagt, ah, das ist alles Gift, ja. Ihr müsst alles komplett anders machen und am besten nicht berühren, nicht pürieren, nicht berühren, sondern einfach pur essen. Und das ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. Die Idee der Rawfood-Bewegung, wie Rohköstler mittlerweile heißen, ist einfach. Gegessen wird nur Ungekochtes. Denn ab 42 Grad Celsius werden Vitamine und verdauungsfördernde Enzyme zerstört. Die Lebensmittel produzieren dadurch sogenannte Karzinogene. So wird das Essen für uns zu Gift, behaupten zumindest die Anhänger. Ernährungsexperten sind allerdings skeptisch. Ja, und das ist natürlich die nächste Geschichte, die natürlich so natürlich nicht stimmen kann, weil dann wäre ja der sogenannte Kochprozess, der vor circa 1,5, 2 Millionen von Jahren eingeführt wurde, ja. Und dort ist ein entwicklungsgeschichtlicher Sprung basiert mit den Menschen. Das heißt, nicht nur das Gehirn hat sich bombastisch weiterentwickelt, sondern auch wir sind dann durch das Feuer mit weniger Energie weitergekommen. Und das heißt, wir können meistens oder oft durch gewisse Erhitzungsmethoden oder spezielle Zubereitungsmethoden aus der Pflanze den Nährstoff dann sogar besser aufnehmen, als wenn es roh ist. Obwohl Rohkost tierische Produkte nicht unbedingt ausschließt, ernähren sich viele trotzdem vegan. Sie essen also Samen, Sprossen, Nüsse und rohes Obst und Gemüse. Doch gerade bei Gemüse lassen sich viele Nährstoffe im rohen Zustand vom Körper nicht so einfach aufnehmen, weiß Putscher. So ein typisches Beispiel, die Karotten, gelbe Rüben, also dieser orange Farbstoff, dieses Beta-Carotin, ist grundsätzlich fettlöslich. Das bedeutet, wenn ich sie roh esse, kann ich maximal ca. 10% von diesem Inhaltsstoff, der da drinnen ist, meinen Körper aufnehmen. Hingegen, wenn ich dieselbe gelbe Rübe, wenn ich die erhitze, zum Beispiel nur dämpfe, ja, sodass sie dezent bissfest ist, habe ich einen Verlust von ca. 10%, kann aber im Gegenzug 80% aufnehmen. Das heißt, ich habe die biologische Verfügbarkeit aus der dezenten Erhitzung ist um ein Vielfaches höher, als wenn ich es roh esse. Ja. Auch noch ein zusätzliches Beispiel, vor allem was die Gesundheitsauswirkungen anbelangt, ist auch der rote Farbstoff von den Tomaten. Wir wissen, Tomaten super gesund, ja. Rohe Tomaten haben auch dasselbe Lycopin als wie gekochte. Ja? Nur das Problem, dieser Stoff ist nur im gekochten Zustand für den Körper bioverfügbar und nicht im rohen Zustand. Ja? Das bedeutet, sich jetzt nur auf die Rohkost zu versteifen, ist natürlich genauso ein Blödsinn, als wie wenn man sagt, nur gekocht oder nur eingemacht oder zubereitet. Sondern die Idee ist, zu sagen, okay, ich finde auch hier die ideale Mischung, weil dann ist am Ende des Tages perfekt. Die Idee ist nicht neu. Schon vor über 20 Jahren gab es den Trend zur Rohkost. Mittlerweile erlebt Rohkost ein Comeback. Und das hat in den USA begonnen. Sänger Sting, Designerin Donna Karen oder Schauspielerin Demi Moore sind nur drei der prominenten Unterstützer. Wenn ich etwas neu verkaufen kann, kann ich wieder mal die Maschine des Geldverdienens anwerfen. Ja, und es war ja vor 20, 30 Jahren teilweise sogar noch viel brutaler, weil da hat es ja nicht auf Körpertemperatur erhitzt werden dürfen. Da war es vollkommen verboten, dass man die Datteln zerstückelt oder den Apfel zerschneidet, sondern man hat es eigentlich naturroh essen müssen. Also es war wirklich hardcore. Das ist ja mit dieser Raw-Food-Geschichte nicht ganz so. Aber fairerweise muss man immer wieder sagen, das große Ziel der meisten ist natürlich nicht, dass es dem Menschen gesund geht, ja, oder dass er fit bleibt, sondern dass man einfach mit der Unwissenheit, ich möchte sogar sagen, vielleicht teilweise mit der bewusst initiierten Unwissenheit, mit der bewusst dezent gefälschten
Glaubensgeschichte, dass man mit denen einfach Geld verdienen will. Und wie man sieht, geht's ganz gut. Rohköstler essen aber nicht nur Obst- und Gemüseteller. Mittlerweile ist eine ganze Industrie auf den Raw-Zug aufgesprungen. Raw ist für viele das neue Bio. Egal ob Schokolade oder Müsli-Riegel. Verzichten müssen auch Rohköstler nicht. Diese Lebensmittel erwecken den Eindruck, gesünder zu sein. Doch gerade die können zur Kalorienfalle werden. Ja, es wird auch natürlich genauso verkauft. Ja. Wenn man sich zum Beispiel diese typischen Riegel anschaut, ja, die ja roh wunderbar gemacht werden, brauchen nur Samen, Kerne, womöglich irgendwelche zuckerhaltigen Früchte, wie zum Beispiel Datteln. Ja, dann habe ich 70% Datteln, also 70% Zucker, ein bisschen Fett, ein paar Nüsse drin. Ja. Dann habe ich einen hochenergetischen, hochintensiv energieliefernden Riegel, ja, bei relativ wenig Raum. Und wenn das natürlich jetzt gesund verkauft wird, ja, womöglich einen Sportler, der vielleicht eh schon ein bisschen Stress hat, oder wenn ich im Büro sitze, ist es viel zu viel Zucker, ja, weil ich mich viel zu wenig bewege. Das heißt, man muss bei solchen Sachen auch immer aufpassen. Also nur weil es in ist, nur weil es Trend ist, heißt das noch lange nicht, dass es für meinen Körper, für meinen Lifestyle auch gut ist. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig walten lassen.